Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder ein 3-Bücher-Die-Video für euch und ganz passend zu den nächsten Events, die hier anstehen, ist es ein 3 Bücher, die ich mit in meinen Urlaub nehme Video. Ja, nämlich am Samstag geht's für Marla und mich ans Meer, ein paar Tage raus, ein bisschen Seele baumeln lassen und ein bisschen vom Alltag erholen. Ich denke, das tut uns beiden aktuell sehr, sehr gut. Und ja, ich habe hier 3 Bücher liegen, die mit in Urlaub dürfen. 2 davon in Printform. Eins davon könntet ihr bereits kennen, wenn ihr mein Neuzugänge-Video geschaut habt. Da habe ich es nämlich schon angeteasert, dass ich das mit in Urlaub nehmen möchte. Und das andere ist mal aus einer Rebuy-Bestellung hier eingetrudelt und hat ein paar Leserillen. Von daher macht es mir nicht so viel aus, das mit ans Meer zu nehmen, weil, ja, Rillen sind eh schon drin. Da kann ich es im Urlaub dann auch ruhig ein bisschen knicken, weil das ist der einzige Ort, an dem ich Bücher knicke. Ansonsten wird das immer ganz, ganz vorsichtig gelesen, ja. Ich habe einen Monk in mir, da müssen wir nicht drüber reden. Und das dritte ist ein E-Book, weil ich natürlich mein Kindle auch mitnehmen werde. Also da sind natürlich dann auch noch mehr Bücher drauf als das eine, das ich lesen möchte. Vielleicht werden es auch einfach 3 komplett andere Bücher, die ich im Ohr löse. Vielleicht kann ich auch gar nicht zum Lesen. Wir werden es sehen. Ich werde es auf jeden Fall im Lesemonat mit euch teilen. Aber erst im Lesemonat Juni. So, jetzt habe ich genug gebabbelt. Ich würde sagen, starten wir einfach mit dem ersten Buch, das oben aufliegt. Und das ist A Good Girl's Guide to Murder. Das habe ich bei einer Rebuy-Bestellung im, lass mich lügen, April gekauft. Ich glaube, das habe ich im Neuzugänge-Video April auch gezeigt, das Buch. Ja, wie gesagt, ein paar Leserillen ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe es auch relativ günstig geschossen und ja, ist ja ein bisschen was anderes als das, was ich sonst lese. Aber ich wollte mir hier einen bunten Mix zusammenstellen, damit ich im Urlaub für jedes, ja, Genre und für jeden Mode, in dem ich gerade bin, ein Buch zur Verfügung habe. Ich habe allerdings auch schon sehr viel Positives von dem Buch gehört, von daher freue ich mich auch drauf, sonst wäre es ja vermutlich nicht bei mir eingezogen. Es geht um das, was vor 5 Jahren passiert ist. Warum, fragte er. Weil ich nicht glaube, dass es dein Bruder war und ich will versuchen, es zu beweisen. Vor 5 Jahren wurde die 17-jährige Andy Bell ermordet. Der Fall ist längst abgeschlossen, denn alle sind sich sicher, dass ihr Freund Sal Sein die Tat begangen hat. Nur Pippa glaubt nicht daran und will den Fall für ein Schulprojekt noch einmal aufrollen. Sie beginnt nachzuforschen und Fragen zu stellen. Aber was ist, wenn der Mörder doch frei herumläuft? Wie weit wird er gehen, um Pippa davon abzuhalten, die Wahrheit ans Licht zu bringen? Nummer 1. Das nächste Buch habe ich euch, wie gesagt, schon im Lesemonat gezeigt. Und zwar ist das Liebe und andere Verzögerungen. Man sieht es einfach, es geht um das Thema Reisen, beziehungsweise eigentlich um das Thema Flughafen. Das Buch beinhaltet nämlich 3, ich sage jetzt mal, Kurzgeschichten, wobei die jetzt wahrscheinlich auch nicht so kurz sind. Also das Buch hat insgesamt knapp 500 Seiten. Rechnen wir das nur durch 3. Ja, also so lang sind sie nicht, ich sag mal 160, 170 Seiten pro Geschichte. Vielleicht ist auch eine ein bisschen länger als die andere, ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht groß reingeguckt, wo die eine anfängt und die andere aufhört. Oder umgekehrt, wo die eine aufhört und die andere anfängt. Es sind auf jeden Fall 3 Geschichten, die das Warten verkürzen, laut Klappentext, laut Cover. Und es sind eben 3 Geschichten, die sich um das Thema Reisen und Flughafen und Liebe am Flughafen drehen. Und irgendwie finde ich das ganz witzig, das dann auch im Urlaub zu lesen, wenn ich auch am Flughafen sitze und im gleichen Setting sitze, wie es quasi im Buch ist. Flugzeuge im Bauch. Ollie Wright liebt es, Risiken einzugehen. Nur in der Liebe nicht. Ein Blick auf den süßen Fremden ist für sie schon romantische Verwicklung genug. Ihre zufällige Begegnung mit jenem Fremden, Bennett Baker, stürzt die beiden allerdings in einen Wirbelwind aus Flughafendates und nächtlichen SMS. Das ist die erste Geschichte. Geschichte Nummer 2. Als Fremde verbringen Gia und Felix den perfekten Silvesterabend am Flughafen. Schockiert stellen sie fest, dass sie als Kollegen zusammenarbeiten müssen, obwohl Felix die Forschungsarbeit von Gia in Frage stellt. Ihre quirlige und extrovertierte Art beginnt Felix und seine Ordnung in den Wahnsinn zu treiben. Und dann Geschichte Nummer 3. Tegan und Silas, oder Silas,
haben eine Woche Zeit, um einen verlorenen Liebesbrief zurückzugeben, den sie am Flughafen gefunden haben, und dazu den Mut aufzubringen, sich ihre tiefen Gefühle zu gestehen, bevor Tegan für eine Weltreise das Land verlässt. Ja, das zweite Buch, das mit in den Urlaub darf. Und das dritte Buch, das ich euch heute zeigen möchte, habe ich, wie gesagt, auf meinem Kindle drauf. Der darf definitiv mit in Urlaub, da sind echt so viele Bücher noch ungelesen drauf, worauf ich mich auch sehr freue, weil ich da eben auch für jeden Modus ein Buch habe, auf das ich gerade Lust habe, hoffentlich. Ja, das dritte Buch ist nämlich Daughters of Moonside Avenue und das hat meine liebe Jessica M. Rhodes geschrieben. Hier nochmal, ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Sie hat das Ganze aber nicht allein geschrieben, also das Buch per se hat sie schon alleine geschrieben, aber das ist ein Projekt von 5 Autorinnen und 5 ganz wundervollen Autorinnen, die alle quasi eine Daughter of Moonside Avenue erschaffen haben. Also es geht quasi um Hexen, die in der Moonside Avenue leben und jede der 5 Autorinnen hat quasi eine Hexe zum Leben erweckt. Den Anfang hat Jessie gemacht und ja, sie hat mir das Buch zur Verfügung gestellt, damit ich es lesen kann, weil ich auch schon bei ihren anderen Büchern immer Testleser war und da so meinen Senf dazugegeben habe, bevor es überhaupt irgendwie in Richtung Buch fertigstellen ging. Mittlerweile sind wir auch sehr, sehr gut befreundet und ja, ich habe sie unheimlich gern, bin super stolz auf sie und freue mich tatsächlich auch, ihr Buch zu lesen. Ich habe es letzte Woche in Stuttgart tatsächlich schon angefangen beim Sonnenbaden, aber habe die Woche einfach keine Zeit gehabt und diese Woche hier ist ultra stressig, weil ich nochmal nach Stuttgart fahre und weil ich am Wochenende in Urlaub fliege. Und da habe ich gesagt, ich mache mir jetzt gar keinen Stress, das Buch zu lesen. Ich nehme den Kindle mit in Urlaub und dann lese ich es da am Strand, am Pool in aller Ruhe. So, und jetzt erzähle ich euch natürlich auch noch, um was es in dem Buch geht, wenn ich schon so davon schwärme. Ich meine, Hexenthema ist ja bei mir sowieso immer so, ja, meins. Magisch, geheimnisvoll, tiefgründig. Grumpy meets Sunshine Romantasy über eine Hexe, die um jeden Preis ein Geheimnis schützen muss, das jedoch durch einen Mann in Gefahr gerät, der ihr Herz im Sturm erobert. Jede Rose hat Dornen. Am Tag ihrer Blütenzeremonie offenbart sich für Neve oder Neve, ich muss ich nochmal fragen, wie man es genau ausspricht, die rote Rose als Blume ihrer Macht. Doch statt Liebe und Leidenschaft bringt das stachelige Gewächs der jungen Hexe nur Verlust und Schmerz. Sie versteckt sich in ihrem Café hinter der Fassade einer störrischen Tränkebrauerin, bis eine Unachtsamkeit aus ihrer Vergangenheit sie einholt. Eli ist Fotograf mit vielen Talenten und einer ordentlichen Portion Neugier. Neves Versuche, das attraktive Problem schleunigst loszuwerden, laufen ins Leere und rufen die unerwünschte Aufmerksamkeit des Ministeriums auf den Plan. Eine Ermittlungseinheit der Hexengesellschaft hält Einzug in die Moonside Avenue und ist Neve dicht auf den Fersen. Um Eli von ihrem Radar fernzuhalten, versucht sie verzweifelt, ihn von sich zu stoßen. Doch stattdessen kommen sie sich immer näher. Für Neve sind diese Gefühle das pure Unglück. Denn wenn sie ihre wahre Natur offenbart, trifft es die am härtesten, die ihr am nächsten sind. Ihr Lieben, das waren alle 3 Bücher, die ich euch heute vorstellen wollte. Ich packe euch wie immer die Links unten in die Infobox. Da könnt ihr euch die Bücher nochmal genauer anschauen. Das sind die Affiliate-Links zu Thalia und zu Amazon. Das heißt, wenn ihr über den Link eins der Bücher kauft oder allgemein über den Link etwas bei Thalia oder Amazon kauft, dann kriege ich da eine kleine Verkaufsprovision und wie ihr wisst, finanziere ich damit mein Schreiben. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!